müssen wir doch hier hoch. Wow. Hallo, was bist du denn? Auf jeden Fall mal das Portalteil. Und zwar... mal hier ein Portal rein. Autsch. Ja, der hat aber gut zugeschlagen. Jetzt? Ah. Verstehe. Hallo, ich wollte Aktion machen. Na gut. Jetzt aber. Dein Kopf ist also verwundbar. Zu wissen. Ah. Als mit der Chaosgestalt. Und Bams und Bams. Anscheinend beeindruckt mich das gar nicht, ha? Huh? Okay. Manchmal bitte auf aller Ruhe mein Portal aufbauen, danke. Ich dachte, das muss ich die Portale nutzen, um ihm eins auszuwirken. Aber dem ist anscheinend nicht so. Egal, schalten wir den wieder aus. Aber anscheinend hat er immer noch nicht genug. Oh, jetzt schaltet er in den Amok-Mode. Und ist fast tot. Ah, Gott sei Dank. Lebensessenzen haben wir noch. So, ouch. Das kriegst du jetzt zurück. Warte nur, bis ich aus dem Portal komme. Oh Mann, seine Kette war irre viel Schaden. Jetzt doch mal ran, nah dran genug sein. So. Jetzt hast du aber wahrscheinlich echt genug. So. Hier, du hast dein Spielzeug verloren. Bams. Aha. Okay, anscheinend müssen wir jetzt wieder Portale erschaffen. Wollte ich damit diese Kugel aufzuhören, aber ich werde hier nochmal zurückkommen. So. Jetzt. Okay, so geht das nicht. Okay, wir müssen da ein bisschen mehr Bums reinmachen. Alles klar. So, das Ding jetzt nach da oben leuchtet. Ja, sieht gerade aus, wie sich die Strahlen kreuzen.
Portalen. So. Auf jeden Fall wollte ich zu diesem einen Portal, aber ganz am Anfang, bevor ich hier gelandet bin. So. Springen wir einfach mal flott durch. Kommt da oben überhaupt ran? Jawohl. Das heißt, wir haben nun das Energieteil hier da aufgeladen. Das übertragen. Das heißt, wir können erstmal hier runter. Aber ich werde noch eine Möglichkeit finden, hier zurückzukommen. Jetzt auch. Perfekt. So. Also hier hoch. Weiß man da nochmal durch dürfen. Hier ein Portal. Und hier müssen wir eins machen. So, und nun. Hier auch schweben. Verlegt habe. Jawohl. Kommen wir nochmal an dieses Portal ran? Ich denke schon. Ich glaube, ich habe das große Rätsel um die Portale gelöst. Oh, verdammt. Ja, auf Kosten von Lebensenergie. Ich fülle einfach mal komplett auf. Ja, klasse. Wir warten einfach mal, bis die ganze Runde sich abgebaut hat. Jawohl, wenigstens das Portal haben wir ja schon. So, jetzt müssen wir nur noch ein anderes Portal finden. Das Portal existiert da, wunderbar. Jawohl, das wollte ich. Und hallo, Truhe. Wuts Umarmung. Dieses legendäre Artefakt wird Kriegszornregeneration erheblich und enthüllt die Position aller Gegenstände auf der aktuellen Karte. Her damit. Wo bauen wir es ein? In den Tremorhandschuh, würde ich mal sagen. Wir haben das zweite legendäre Item gefunden, würde ich mal sagen. Passivbonus. Ja. Das heißt, wir brauchen es noch nicht mal anzulegen. Obwohl. Wird Zorn aufgesaugt. Obwohl. Ja, bauen wir den Handschuh ein. Oh yes, und der Handschuh, der leuchtet auch wieder so schön. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück.
wollte eigentlich die Karte. Jawohl, wir sehen alles. Das ist schön. Jetzt kommen wir ohne große Umschweife zum Kern. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Genau das war eigentlich mein Ziel. Also, dass ich dieses Item schon finde. Jetzt müssen wir da hoch. Bist du noch was an Portalen? Nee, ich glaube nicht. Also müssen wir da jetzt irgendwie hochkommen, da. Wieder auf dem alten Weg oder wie? Naja. Oder Moment mal. Da oben doch. Jetzt da. Unseren Ausgangspunkt setzen. Diese Energie ausnutzen, naja. Wir müssen erstmal nämlich da hoch wieder. Und? Auch Krieg. Na gut. Und die Tür geht wieder auf. Wir haben das Ding wieder aufgeladen, aber eine Sache bleibt noch, wir müssen hier wieder hoch. Das heißt, wir laden auch dieses Portal auf. Springen durch. Und yes. Oh ja, die Tür geht natürlich mal wieder zu. Und wir werden wieder von ein paar Tussis angegriffen. Du wirst keinen Schritt weiter gehen. Das sagst nur du. Okay, Zeit für ein paar Zauntechniken. Steinhaut schon mal. Damit der Schaden weniger wird. Zack, zack. So. Gefällt dir das? Oh, das ist monoton für meinen Geschmack. Oh, hallo, Kleiner. Kriegst eins mit dem Handschuh drauf. Okay, jetzt hänge ich mal wieder. Ja, Hänger vorbei. Ihr könnt nochmal weitermachen. Zack! Bams! Oh, Steinhaut aus. Was doch ein bisschen Zorn. Ach komm, wie süß ist das denn, ey? Muss ich von dem Chihuahua mehr Angst haben? Okay. Du willst es nicht anders. Ah, da kommt noch mehr. Ja, ich werde jede Menge Schritte noch gehen. Ein paar Kilometer, um genau zu sein. So. Ich mach mal die Feuerwand, die ist doch so schön. Die brennt so schön.
Platsch. Fetz. Tot. Und? Ist da noch jemand? Da hinten, wer hätte das gedacht? Ich übersehe immer wieder einen Gegner. Oder die hauen einfach vor mir ab, weil sie einen Schiss von mir haben. Nachdem ich ihre Kumpels umgeboxt habe. So, jetzt aber bitte. Okay. So, war das gute Stück hier. Jetzt brauchen wir da unseren epischen Enterhaken. So. Ach, die Zaunkisten könnte ich mir noch schnell mitnehmen. Ah, mach mal. Und zack. Und nochmal rüber. Jetzt erst gedacht, hier kommt ein großer Kampf, aber dem ist nicht so. So. Ah, hat er gut aufgefüllt. Also diese beiden Techniken finde ich klasse. Zu einem Steinhaut, die für sehr dicke Gegner verwendet werden kann, weil sie schön den Schaden reduziert. Und zum anderen die Feuerwand gegen Gegnergruppen. Und zack. Dam. Tür geht wieder auf magische Weise auf. Wahrscheinlich wurde jetzt die Stromrechnung bezahlt. Und wir dürfen wieder in den verschwenderischsten Teil des Gebäudes. Weil es wieder aktiv ist. So, wo ist jetzt das Energieding? Scheint da unten festzuhängen, aber dafür benutzen wir jetzt ja die Kreuzklinge. Okay, anscheinend haben diese Löcher jetzt was damit zu tun. Also ich höre den Strahl, aber der kommt nicht an. Mhm. Ah, ich sehe schon. Wir müssen ein Portal erzeugen. Dann das gute Stück hier nach oben verschieben. Jetzt muss das hier, glaube ich, auch nach oben, weil sonst kommt man nicht durch. Und der Strahl kann da auch weiter durch. Ba-ba-dam, ba-ba-dam, ba-ba-da-da-da-da-da-ba-dam. Schnell durch. Moment. Hier irgendwo ist eine Truhe versteckt. Sieht man sehr gut jetzt. Entweder über oder unter uns. Aha. Aha. Was haben wir hier Feines? Die Karte. Das heißt, wir können uns jetzt einen kompletten Dungeon in aller Ruhe anschauen. Und wow, da haben wir ja noch eine Truhe übersehen im Bereich. Ne, das ist ja mit Azrael. Da unten ist ein Keller, da unten ist nichts. Da unten ist der Boss, da wartet der Zerstörer im Keller. Oh, das wird ein brutaler, blutiger, mörderischer Kampf. Hier sind zwei Artefakte schon mal. Da oben gibt es wahrscheinlich keine Karte. Naja, das hätten wir erledigt. Gehen wir zu Azrael. Oder ist hier noch was im Raum? Nö. In Azraels aber. Und wieso schraube ich ständig meine Getränkeflaschen zu? Da-da-da-da-dam! Wie lange nehme ich eigentlich gerade auf? Okay. Bisschen Zeit ist noch.
Peter. Ich hätte niemals gedacht, dass du meine Rettung sein würdest. Beeile dich, bevor Straga von deiner Ankunft erfährt. Als ich dich fand, sagtest du, das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Ich habe diese Worte schon mal gehört. Abaddon hat das Gleiche gesagt. Kurz bevor er starb,